Moin moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, wo ich euch mal zeigen werde, warum es sich unbedingt lohnt, zu den 22. Kilo Open Source und Linux-Tagen zu kommen. Die finden am 19., 20. und 21. September 2024 statt. Und die Vorträge könnt ihr zwar auch online euch angucken, hinterher den Mitschnitt angucken, aber vor Ort ist das Ganze viel, viel schöner. Denn es gibt neben dem eigentlichen Konferenzprogramm auch noch Workshops, die bloß vor Ort stattfinden, beziehungsweise eine Ausnahme gibt es dieses Mal, die nur online stattfindet, aber der Rest ist halt vor Ort, genauso wie die Ausstellung, die wir haben werden. Genauso wie Verlosungen, die wir machen, gemeinsames Grillen, gemeinsames Frühstücken. Wir haben ähm, so einen Rätselbereich, an dem ich gerade noch ziemlich stark rumarbeite. Das wird interessant oder ich finde es interessant. Aber ihr könnt das auch bloß vor Ort machen. Ist so ein bisschen wie so ein Escape Room vor Ort. Dann haben wir noch viele andere Dinge, so wie eine Fotowand, wo ihr denn Fotos mit euch machen könnt. Da steckt ihr den Kopf durch und dann habt ihr hinterher eine wunderbare Erinnerung daran, dass ihr da gewesen seid in einem lustigen Motiv. Ja, aber gucken wir mal ein bisschen rein, was es wirklich so alles gibt. Es gibt sehr viele Details auch noch dabei. Los geht's bei uns am 19. September. Das ist bei uns der LPD, der Linux Presentation Day. Der ist so ein bisschen abweichend von dem offiziellen Datum. Bei uns ist das vorgezogen, damit das in das ganze Programm auch reinkommt. Dort haben wir denn drei Vorträge, die sich an Einsteiger und Umsteiger richten. Und dann haben wir die zwei folgenden Tage sinnvolles Programm mit. Viel Workshops mit viel Vorträgen mit der Ausstellung, die gibt es am ersten Tag an dem LPD-Tag noch nicht. Dann werfen wir einfach mal einen Blick ins Programm selbst, was wir da so alles haben. Dieses Mal haben wir überwiegend vier Tracks parallel. Wir haben einen komplett online-Track, der nicht immer die ganze Zeit durchläuft, aber da haben wir einige Sachen drin, die es wirklich eben bloß online gibt. Dann haben wir Workshops in einem extra Raum. Dafür müsst ihr euch allerdings auch anmelden. Also wenn ihr irgendwo bei mitmachen möchtet, klickt einfach drauf auf Info und Anmeldung und dann für diesen Workshop anmelden. Und ja, einige sind auch schon komplett voll. Aber wenn das gehen würde, wenn da noch Plätze frei sind, dann meldet ihr euch darüber an, tragt eure E-Mail-Adresse ein. Und dann werdet ihr benachrichtigt und müsst da einmal bestätigen, dass ihr auch wirklich daran teilnehmen möchtet. Und im Falle eines Falles, dass ihr vielleicht doch nicht mehr daran teilnehmen könnt, dann meldet euch bitte auch ab, damit jemand anders diesen Platz kriegen kann. Dann haben wir hier parallel in zwei Räumen unsere Vorträge. Und dafür müsst ihr euch nicht anmelden, kommt einfach vorbei. Oder ihr könnt die meisten davon auch direkt live im Internet gucken wir übertragen die Vorträge auf äh, Twitch und YouTube bei Linux Guides und für diejenigen von euch, die die großen US-Anbieter nicht mögen, was total berechtigt ist, haben wir auch einen eigenen Oncast, sodass ihr das denn auch ohne äh US-Anbindung machen könnt. Das wäre denn einmal kurz der Überblick über den Freitag. Dann haben wir natürlich auch noch den Samstag. Der beginnt mit gemeinsamem Frühstück, mit dem Software Freedom Frühstück am Software Freedom Day. Und dort äh, ja, gibt es halt gemeinsames Frühstück bei gutem Wetter sogar draußen im Zelt, bei schlechtem Wetter halt drinnen. Dann geht es weiter mit ähm, ja, Workshops, die auch schon parallel stattfinden, weil wir es sonst anders nicht untergebracht gekriegt hätten. Und ähm, ja, Vorträgen. Dann haben wir noch eine spezielle Workshop Area, die kommt nochmal mit dazu, neben den Räumlichkeiten, die wir sowieso schon haben, weil wir sonst nicht alles untergebracht äh, bekommen hätten. Dann gibt es allerdings auch noch die Ausstellung. Dort gibt es. Verschiedene Firmen, die sich vorstellen oder auch Projekte, die sich vorstellen, wie zum Beispiel Debian, eGroupware, OpenStreetMap, FSFE, InkStitch ähm, und so weiter und so fort. Der lokale Hackerspace, TopPoint, der ist dann auch da und äh, Ubuntu Community, Viacom. GmbH und so weiter und so fort. Ein paar von unseren Aktionen habe ich ja schon angesprochen. Also das Frühstück haben wir natürlich dabei und es gibt auch dieses Mal Linux erste Hilfe Praxis mit Dr. Kernel und Mr. Panic. Das mit Mr. Linux Guides bzw. Jean, bekannt vielleicht vom Kanal, von, äh, ja, vom Tuxflash und so weiter. Wir machen eine Menge zusammen. Und Saint of Sinner bzw. Micha, der einen Twitch-Kanal heißt, der auch Saint of Sinner heißt. Und dort spielt er entweder Spiele am Dienstag und Donnerstag. Gibt es bei ihm meistens ein Linux-Technik-Thema. Es sei denn, wir haben gerade an dem Donnerstag unseren gemeinsamen Tux Flash. Die beiden werden sich denn um eure Linux-Probleme kümmern, wenn sie denn Zeit haben. Die sind auch so ein bisschen insgesamt ins Programm eingebunden. Also die beiden sind nicht immer direkt da, aber. Meldet euch einfach, wenn ihr da irgendwie ein Problem haben solltet und nehmt auch die Technik mit, die ihr dafür braucht. Also wenn der Drucker nicht funktionieren sollte, nehmt den Drucker mit, inklusive Laptop, wo er angeschlossen werden soll zum Beispiel, damit die beiden eventuell direkt vor Ort schon die Probleme lösen können. Und je nachdem, wenn ich mal eine freie Minute habe, komme ich da denn auch vorbei. Dann haben wir die bewegte Pause bzw. das Pinguinturnen. Dabei macht die Fitnesstrainerin Lilly mit uns ein paar einfache Übungen. Einige haben so ein Pinguinkostüm an. Guckt euch das Ganze einfach an oder macht natürlich auch gerne mit. Ein bisschen entspannter ist unsere. Linux Lounge, da könnt ihr euch hinsetzen und dort wird auch diese Fotowand stehen. Da könnt ihr ein Foto machen, wie ihr euren Kopf durch diese Wand durchsteckt und das wird noch ganz drollig. Und dort gibt es auch diesen Rätselbereich bzw. Dort ist eine Station von diesem Rätselbereich und äh, ja, also es lohnt sich dort mal vorbei zu gucken. Vor Ort haben wir auch noch eine Jobwand, wo verschiedene Stellenangebote von Unternehmen und Organisationen stehen. Könnt ihr einfach mal gucken, ob vielleicht für euch was dabei ist. Genauso analog ist unser Postkartenversand. Ihr könnt eine... Pinguin-Postkarte ganz analog ausfüllen, in unseren Pinguin-Postkasten reinschieben. Also ihr könnt direkt von den Kieler Open Source und Linux Tagen eine Postkarte an irgendjemanden schicken, um äh, vielleicht mitzuteilen, dass es gut war und äh, dass jemand wirklich was da verpasst hat, weil er nicht da war. Dann haben wir auch noch ein Gewinnspiel, beziehungsweise wir haben zwei Gewinnspiele an den Abenden am Freitagabend und am Samstagabend, da verlosen wir verschiedene Dinge. Wir werden wiederum sehr viele Tüten packen und von unseren Sponsoren haben wir sehr viel dafür bekommen, um diese Tüten zu füllen. Das größte dabei ist der Linux Hotel Gutschein für einen freien Workshop-Platz. Dann könnt ihr, wenn ihr gewinnt, nach Essen fahren und dort im Linux Hotel an einem Workshop teilnehmen. Dann haben wir noch eine Menge. Anderes, also zum Beispiel Tuxuhren haben wir von Tuxedo bekommen. Da sind sehr viele Becher noch bei und von, von unseren äh, Dingen, die wir so in den Jahren mal produziert haben, kommt auch noch ein bisschen was dazu. Dann wird es wahrscheinlich Aufkleber geben, Kugelschreiber und alles Mögliche. Ich habe wirklich den Überblick da verloren, was wir alles bekommen haben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere ganzen Sponsoren, die uns sehr viel unterstützen. Einmal mit Geld und dann auch mit diesen Kleinigkeiten, die wir euch denn auch wiederum geben können. Ansonsten könnten wir das Ganze nicht machen. Wichtig dabei ist, die Preise werden nur an Anwesende vergeben. Wir schicken nichts hinterher. Ja, dann haben wir auch das Ganze auch nochmal in Online-Variante. Mit Linux News zusammen gibt es ein Gewinnspiel, ein Online-Gewinnspiel da gibt es ich meine drei preise die schicken wir auch wirklich zu aber für die anderen dinge am freitag und samstagabend müsst ihr auch wirklich vor ort sein sonst ja geht ihr leider leer aus wenn ich sagt ihr ich bin's hat Pech gehabt. Das bereits so ein bisschen angekündigte Rätsel, das ist äh, dieses Mal auf meinem Mist gewachsen. Das ist äh, Professor Dr. Mechatrons Rätsel. Da machen wir so eine kleine Zeitreise in das fiktive Jahr 1925. Dort findet in der Messehauptstadt Kiel die erste Weltrobotermesse statt. Das ist so der Aufhänger dabei. Und äh, der gute Professor möchte gerne ähm, würdige Kandidaten für seinen Forschungspreis schon mal aussieben. Also, er will bloß die wirklich guten haben. Und darum hat er so ein paar Rätsel gestellt. Und innerhalb von unseren Kilo Open Source und Linux-Tagen an den Ständen in dem Gebäude werdet ihr die Hinweise finden, um dieses Rätsel lösen zu können. Dann Essen natürlich. Grillen am 20. am Freitag eigentlich, aber vielleicht eventuell auch noch am Samstag, muss man gucken. Wichtig dabei ist Grillgut bitte selbst mitnehmen. Ja, ähm, bei gutem Wetter können wir es machen, bei schlechtem halt eben nicht. Man weiß es vorher bei uns nicht. Dann haben wir auch noch Merchandise-Verkauf mit verschiedenen Dingen, die wir so im Laufe der Zeit produziert haben, wieder neu aufgelegt haben, die vielleicht auch neu dazugekommen sind in diesem Jahr. Unter anderem sind T-Shirts dabei, Mauspads, gibt es sogar zwei neue Varianten dieses Jahr. Dann haben wir verschiedene Tassen, dann haben wir die Pepper- und Carrot Comics von David Revoir, Tastaturaufkleber, Grillzangen und vieles, vieles mehr. Also ihr könnt denn Erinnerungen von den Kilo Open Source und Linux-Tagen mit zu euch nach Hause nehmen und euch schon mal aufs nächste Jahr freuen. Das war denn letztendlich so ein grober Überblick über die ganze Veranstaltung. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was direkt vor Ort ist, dass ihr euch mit Leuten unterhalten könnt, Fragen stellen könnt, direkt hier, ja, von Angesicht zu Angesicht. Das ist alles ja zum Glück wieder möglich. Also kommt gerne vorbei, macht an den Workshops mit, nachdem ihr euch natürlich angemeldet habt, guckt euch die Vorträge an. Habt nette Gespräche, esst mit uns zusammen und habt einfach eine nette Zeit. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann und tschüss.